Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Guardians Crusade. Wie ihr seht, befinde ich mich im Norden des Dorfes. Ja, im Norden. Und hier ist so ein schöner maulartiger Eingang in ein Dungeon, in ein Verlies. Ihr bösartiger Gott, Yugonga ist irgendwo in diesem Schrein. Wenn wir Messi retten wollen, müssen wir ihn wohl loswerden. Ja, das stimmt. Dann müssen wir ihn loswerden. Und deswegen gehen wir hier rein. Ihr seht Totenköpfe hier auf diesen Simsen. Ist natürlich sehr vertrauenserweckend. Nichts Schlimmes wird uns hier passieren. Nein. Aber immerhin haben wir wieder meine Lieblingsmusik. Von daher ist das noch in Ordnung. Das Fies oder das Problem, was uns das Spiel erstellt, ist: Mittlerweile waren wir ja sehr an Messi gewöhnt und dass wir jetzt alleine kämpfen müssen, ist halt wieder eine Nummer schwerer. Deswegen sollte man hier gut vorbereitet sein und was eben auch hilft, einen Ring der Antifurcht, wie hieß der? Diesen Ring, den ich gekauft habe, zu haben, denn das ist eine Statusveränderung, die hier auftreten kann in diesem Dungeon. Und die Erfahrungspunkte sprechen für sich. Also die sind definitiv nicht zu verachten. Wobei ich von Spiel zu Spiel dann immer vergesse, was jetzt gut war und was nicht. Ja, komm, ein Cheeseburger, so. Ich habe noch 4 Items zum Heilen. Toll, toll, einfach nur toll. Sind das Mumien? Scheinbar. Wow. Ich werde dann probieren, ob es irgendetwas bringt, Messi mit hier reinzunehmen. Also ob er hier irgendwo eine Verwandlung lernt. Ich weiß es nämlich nicht. Und hier haben wir ein neues Helferlein namens Pfeiffer. Und ich wurde gefragt, was wirklich der Ringrichter bringt. Also... Aha, Pfeiffer verwirrt das Ziel. Warum nicht? Und ich habe gesagt, ich werde es mal demonstrieren. Ich werde sowieso alle Helferlein mal in einem Extra-Video irgendwann demonstrieren. Abgesehen halt von denen, die auch, aber... Ich werde einfach mal... Zum Beispiel hier, wo haben wir ihn? Gierschlund. Kennen wir ja noch, habe ich ja schon mal benutzt. Der ist hier einfach hilfreich, weil er jetzt im Prinzip Messi definitiv sehr gut ersetzen kann. Dadurch, dass er hier ohne Probleme diese Viecher platt machen kann. Und wir sowas im Moment dann brauchen. Weil, wie ihr seht, alleine würden diese Dinger sehr, 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 sehr viel aushalten. Zu viel, um genau zu sein. Und deswegen mag ich die nicht. Weil sie zu lange zu viel aushalten. Ganz einfach. Kimoni bringt einen bla bla bla. TP, je weiter, desto mehr Schaden. Meh. Kommentiert den Kampf ist natürlich auch toll, aber meh. Heilen wir uns erstmal schnell. Und den Rest mache ich dann offscreen. Also ich muss sagen, das ist schon ziemlich übel, was hier an Schaden rausgehauen wird. Kristallrüstung. Das klingt, weiß nicht, Kristallrüstungen klingen immer so nach Endgame. Also wenn man mich fragt, weil das ziemlich krass klingt immer. Und sie ist sogar unglaublich viel schlechter. Oh mein Gott. Ach ja, ach ja. Das ist traurig. Das macht mich gerade traurig. Oh, ein riesiger Abgrund. Schön. Aber einen Cheeseburger wieder bekommen, nachdem ich mich jetzt gerade mit einem Cheeseburger noch geheilt habe. Dämliche Sensenmänner. Und sie geben unglaublich gute Erfahrung. Von daher reicht sich das wohl aus. Ein Pfirsichtrank, sehr gut. Kann ich zumindest diesmal gebrauchen, weil ich mich ja mit Händen und Füßen hier wehren muss. Hauptsache ich wehre mich. Da ist nichts. Und da ist schon unser Boss, wie man gesehen hat. Dann bin ich mal gespannt, ob wir hier bestehen können. Ich hoffe es mal. Das muss der böse Gott Yugonga sein. Schnappen wir ihn.
Ein seltsames Ding. Haben die dann einfach mal Schrie-Schrie als, opfert mir eure hübschesten Töchter oder so übersetzt? Also die Kerbler, ich meine nur. Das war jetzt nicht unbedingt die Anweisung aller, gebt mir Töchter, gebt mir sie. Ne, nicht wirklich. Es ist sehr praktisch, wenn er das Helferlein attackiert und nicht uns. Muss ich sagen. Wobei es natürlich bei unserem Gierstund ein bisschen doof ist, weil er am meisten Schaden raushauen wird. Deswegen ist es besser, wenn er uns attackiert. Da der Schaden sich in Grenzen hält. Also die Sensenmänner sind hier die schlimmeren Gegner, das kann ich euch jetzt schon sagen. Die Sensenmänner sind schlimmer. Das ist einfach so. Die geben sogar mehr Erfahrung als er. Gut, es waren noch zwei, aber trotzdem. Das ist schon traurig, wenn der Boss weniger Erfahrungspunkte oder sonst was gibt als irgendein random Gegner, der da rumrennt. Zumindest wenn man mich fragt. Also wenn man mich fragt, dann muss der Boss eigentlich schlimmer sein als jeder Gegner in der Höhle. Der muss ja nicht mal viel schlimmer sein. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Aber naja. Das werden wir hier nicht haben. So, was haben wir hier? Ein Kristallschild. Der wird wahrscheinlich auch schlimmer sein. Ja, war ja klar. Hat nur kein Element, aber... Pff. Und hier haben wir Hobo Joe. Und ein Medic. Oder ein Kistenkampf. Aber das ist dann eigentlich immer Mimik. Toll. Komm her, Gischlund. Bestes Helferlein im Spiel. Ah, zumindest unter anderem. 99. Yay. Düpp, düpp, düpp. Was Hobo Joe macht, sehen wir gleich. Nach dem Level Up. Yeah. Dann gucken wir mal, was Hobo Joe so machen würde. Hobo Joe. Stiehlt dem Feind Gegenstände. Ja, ist also unser Stehlenbefehl, wenn man so will. Habe ich auch nie großartig genutzt. Weil es das für mich irgendwo nicht wert war, dafür eine Runde zu verschwenden. Aber naja. Wahrscheinlich kann man gute Dinge bekommen, so. Ich nehme es zumindest mal an. Aber meh. Meh. Lieber nicht. So, und hier haben wir... Oh, toll. Eine unsichtbare Barriere hindert dich, ins Licht zu treten. Toll. Dann gehe ich eben nur Messi retten. Als ob ich da reingewollt hätte. Ja, klar. Na, hier runter, schön. Und auf dem Zurückweg. Auf dem Rückweg, nicht Zurückweg. Das wäre doof. Auf Rückweg werde ich versuchen, möglichst keinen Kampf zu haben. Zumindest nicht mit Sensenmänner. Bäh. Doof, Digga. Das macht mir die Sache jetzt nicht unbedingt leichter, wenn ihr da alle in der Tür hängt. Das machen die Gegner gerne. Das machen sie wirklich gerne in dem Spiel. Die hängen immer in der Tür rum. Und dann steht man da. Denkt sich, wie komme ich da jetzt durch? Ja, geh weg. Du hast eh Angst vor mir. Da hat sich das Level wenigstens ausgezahlt. Aber ich glaube, der einzige Boss, der der einzige Gegner, der irgendwas mit Angst oder Furcht hier hätte machen können, wäre Yugonga gewesen. Mit einer speziellen Attacke, die er nicht gemacht hat. Weil er zu schnell tot war. Also von daher... Alles, was ich in dem Kampf raten kann, ist, schnappt euch Gierschlund und fertig. Gierschlund ist bis zum Ende des Spiels einer der besten Helferlein, die man je haben kann. Ja, was jetzt? Aha. Danke, großer Krieger. Wir werden Schwein erlösen. Schluck, schluck!
Großer Krieger haben Yuganga besiegt. Wir jetzt feiern. Yeah, feiern. Ja, warum auch nicht? Sie tanzen. Du sollst bekommen, was du wollen. Alles, was wollen. Naja, wir könnten ein Boot gebrauchen. Boot? Was ist Boot? Waffe sein? Ein Boot kann dich über das Wasser überall hinbringen. Hahaha, wir haben so ein Ding. Heißen Chester. Mitkommt zu meiner Hütte. Ich euch Flöte von Chester geben. Eine Flöte? Ich glaube, er hat es nicht verstanden. Oder vielleicht doch. Ich danke dir im Auftrag meiner ach so glücklichen Leute. Neuer Gegenstand, Chesters Flöte. Ihr könnt es an jedem Strand benutzen. Ihr braucht kein Boot. Was sollen wir mit einer Flöte? Ja, was wir mit einer Flöte machen sollen, sehen wir beim nächsten Cut. Also nach dem nächsten Cut. Einen Moment. Aber vorher können wir noch ein paar Dinge hier erledigen jetzt in Kerpel. War es das schon? Ne, das war es noch nicht. Irgendwo da vorne rechts sollte es sein. Das Lagerhaus, ja. Du Retter, nehmen was wollen, Kriegerkind. Ja, wir können uns nehmen, was wir wollen, aus dem Lagerhaus. Und hier haben wir Samurai. Ein neues Helferlein. Ich versuche das fast, du findest ein Holzspielzeug. Es ist nur ein Kinderspielzeug, kein Helferlein. Du legst es zurück. Ja. Yeah. Untersuche die Holzkiste. Leer. Die Leute stecken die wertvollsten Dinge in die kleinsten Kisten. Ich wollte nicht ansehen, wie stabil der Zaun ist. Und hier haben wir einen Apfel. Ja. Yeah. Einen Apfel. Es ist gut, der Held zu sein. Das wird weggeworfen. Bla bla bla. Das hier kann Messi haben. Das hier kann Messi auch tragen. Gut, dass er so viel tragen kann. Ernsthaft. Apfel. Bringt wenige Psi-Punkte zurück. Toll. Ja, unglaublich. So, Chesters Flöte muss ich nehmen, sonst kann ich sie nicht nutzen. Und dann begeben wir uns jetzt an einen Strand. Davon sollte es hier ja genug geben. So, hier haben wir einen Strand. Und jetzt werde ich euch die Macht von Chesters Flöte demonstrieren. Eine mysteriöse Flöte. Was ist das? Schau, ein großer Wasserkäfer. Oh, wir sollen wohl auf seinen Rücken steigen. Tun wir es? Ja. Das ist unser erstes Gefährt im Spiel. Ein riesiger Wasserkäfer. Ich meine, warum nicht? Zum Spiel passt das. Das ist mal was völlig anderes. Finde ich übrigens auch immer sehr gut. Ich begrüße neue Dinge. Ich glaube, ich muss hier hin. Theoretisch steht uns jetzt aber fast die ganze Welt offen. Aber gehen wir einfach mal hier hin. Steigen wir ab? Ja, tun wir. Und nachdem wir jetzt abgestiegen sind, kann ich mich hier ein wenig umgucken. Die Gegner fürchten mich immer noch und ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich hier bin. Könnte... Oh, es ist der Anfang des Spiels, glaube ich. Ich glaube, wir sind so ziemlich genau am Anfang gelandet. Wenn jetzt noch ein Schild kommt, von wegen Totenstraße hier rechts. Wohl.
Wenn das ein neuer Gegner ist, der stärker ist, dann sind wir doch nicht am Anfang des Spiels gelandet. Ha. Das ist an sich gut. Ja, wir sind nicht am Anfang des Spiels gelandet, das ist sehr gut. Hey Kumpel, hast du mal eine Sekunde? Suchst du nach dem Schatz, von dem hier jeder spricht? Ich weiß, wo der ist. Möchtest du wissen, wo der Schatz ist? Ja. Cleveres Köpfchen, die Info ist richtig, ich habe das überprüft. Gratis ist das aber nicht. Es kostet dich 100 Rubine, ja, von mir aus. Okay, zum Geschäft. Du kennst den Nordturm. Er wurde auf noch viel älteren Ruinen gebaut. Der Schatz ist... Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Weitere 100 Rubine können mir bestimmt das Nachdenken erleichtern. Der Schatz ist unter dem Turm in den alten Ruinen versteckt. Der Eingang zum alten Teil ist hinter einer Geheimtür versteckt. Ja. Du kannst die Tür nur dann finden, wenn du den ganzen Turm durchsucht hast. Und das, und hast du sie gefunden, dann liegt es an dir. Ja. Wir gehen also als nächstes zum Nordturm. Du bist doch nicht wegen des Schatzes hier. Selbst der Typ mit dem gelben Dinosaurier. Oh mein Gott, das ist Darkbeat. Da müssen wir dann später mal nachgucken. Alles, was ich jetzt tun werde, ist aber ins Hotel gehen und speichern. Denn wir haben sozusagen ein neues Kapitel fertig im Spiel, glaube ich zumindest. Bla bla bla. Doch, ich wollte ein Zimmer, aber du hast mich ja zugetextet. Also ich meine, wir haben jetzt ein Kapitel des Spiels fertig. Es dürfte jetzt nicht mehr die Reise heißen. Glaube ich. Kann aber auch später kommen, dass es nicht mehr so heißt. Nein. Ein Kapitel fertig, wir sind in Den Helder und wir sind in den weiten Welten. Deswegen lasse ich es für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Guardians Crusade. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss!